der Sack wieder. Mit so einem dreckigen Gedicht wieder. Ja, super toll. By the way, ich habe hier eine Umfrage. Unten wieder am Link, wie auch schon im letzten Video. Da unten. Ja, da unten. In der Beschreibung ist sie drin. Und zwar möchte ich einfach wissen, warum guckt ihr meine Videos? Welches Recht nehmt ihr euch raus? Nein, es liegt einfach daran, ich habe früher ganz viele, ganz wenige, ganz komische Videos gemacht. Zum Beispiel von Two Random Idiots Productions. Hatten wir zwei, glaube ich, oben. Jan Philipp und ich. Und ich hatte sonst noch so ein paar Kurvideos und Zeugs. Und wen die mehr interessieren, der kann das in der Umfrage sagen. Weil ich werde definitiv mehr hier so ne, Volksverblödung raushauen. Die könnt ihr euch dann anschauen. Und ich werde darauf bauen, dass ihr die alle schauen tut. Nur Mut dazu. Boah, jetzt geht's schon wieder los, ey. Naja. Herr Fahn, ich stelle kurz scharf. Geil, die Ansage voll unscharf gemacht. Ah, bis gleich. Hi, diesmal Ansage ganz schlecht. Ich lese jetzt vor und lasse diese Freestyle-Reimgeschichten. Ich werde lieber wann anders dichten. Meine Worte sollen klingen, als würde ich sie singen und ihre Schwingen ausbreiten. Euch ein Festmahl bereiten, das geht durch den Magen. Wie die Liebe so einfach, so schlicht, dass es deinen Begriff von Essen zerbricht und du kannst förmlich sehen, wie meine Töne auf deiner Zunge zergehen. So fein jeder Reim wie ein Gedicht. Und du kannst es nicht glauben? Willst du mir nicht erlauben, dich in Ekstase zu versetzen? Denn die Angst vom Verletzen ist bei dir zu groß. Doch hey, mach dich los vom Zwang, vom Müssen. Du wirst es nicht büßen. Denn jeder Klang wird den Gang deines Gehörs fluten und lässt dich Dinge vermuten, die du vorher nie wagtest zu denken. Und während mein Vorhang fällt, stürzt auch deine Welt förmlich den Bach hinunter. In ein Meer bunter Lichter. Du glaubst, du bist dicht. Goethe war Dichter. Doch über den Rausch gibt es zuhauf Erzählungen und Berichte. Also lasst mich in Ruhe hier, ich dichte. Gerade alle Fugen ab, damit kein Wasser eindringt. Ich arbeite wie Mario, aber arbeite wie ein Klempner. Um unser Schulklo zu zitieren, den muss ich echt hier zelebrieren. Ich sitze wie der Führer hier, die braune Masse unter mir. Das war ein Freigeist, der sich frei buddelt aus seiner Misere in eine ungefähre Richtung. Das alles kann nur Dichtung. Und ohne würde kein Auto fahren, kein Flugzeug fliegen. Und viele würden ohne etwas Dichtes vielleicht sogar Kinder kriegen, die sie selbstverständlich lieben. Würdenträger sind nicht nur Geistliche. Ich schreibe wie in einem Fluss, finde keinen Schluss und mir ist nass zumute. Das liegt daran, dass ich daran Spaß vermutete. Aber hier kommt der abrupte Schluss, der reimt sich voll toll, tschö. Alla, macht's gut. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt oder eventuell auch könnt. Und zwar ist das folgendes. Was war das? Ja, das sieht ein bisschen komisch aus, aber das muss ich machen. Kann ich aber nicht gut. Die Mücke ist nicht so mein, aber das ist wie super Soundeffekt, ja. Ja.